Jemen, das ärmste Land der gesamten arabischen Welt. Wie geht es dir, Mohammed? Wie geht es Mohammed? Kann ich ihn untersuchen? Über den Krieg im Jemen erfahren wir im Westen kaum etwas. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis wir als SRF-Korrespondenten alle Bewilligungen hatten, um hinzufahren. Es geht um Macht und um Öl, um lokale Identitäten. Es spielt der Konflikt zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran in einem Land, das spätestens mit dem gescheiterten arabischen Frühling in die Anarchie abgeglitten ist. Das ist, weil er unterernährt ist, nicht wegen trockener Haut. Im Jemen herrscht Krieg. Und es herrschen unzählige Kleinkriege. Und es herrscht eine unerträgliche Armut. Das meiste, das wir bräuchten, um ihn zu untersuchen, fehlt leider. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagt über den Jemen: Eine solche Armut hat nicht einmal der Krieg in Syrien oder im Irak ausgelöst. Wir beginnen unsere Reise in diesen vergessenen Krieg dort, wo die Folgen am deutlichsten sind, in einem Spital. Wir besuchen das Al-Sadaqa-Spital, das größte öffentliche Spital in Aden, der Hafenstadt ganz an der Südspitze des Jemen. Immer dabei unsere Leibwächter, ohne die wir als ausländisches Fernsehteam keinen Schritt machen könnten. In den Gängen des Spitals dutzende Mütter mit ihren Kindern. In einem der Zimmer ein kleines Baby. Mohammed ist 3 Monate alt. In wenigen Tagen wird er 4 Monate alt sein. Er wiegt 2,9 Kilogramm. Dabei sollte er 5 oder 6 wiegen. Mohammed hat einen gespaltenen Gaumen. Dadurch kann er kaum Nahrung aufnehmen. Ich möchte stillen, aber es geht nicht. Eine Ärztin kommt ins Zimmer. Die meisten Ärzte hier haben seit Monaten kein Gehalt mehr bekommen. Wer arbeiten kommt, tut dies oft freiwillig. Dieser kleine Junge ist 3 Monate alt. Er hat seit der Geburt einen gespaltenen Gaumen sowie doppelt gespaltene Lippen. Deswegen konnte der Kleine nicht so viel Nahrung aufnehmen, wie ein Kind aufnehmen sollte. Und deswegen wird er entweder sterben oder lebenslang Probleme haben. Starke Unterernährung ist sehr verbreitet im Jemen. Allein in diesem Spital haben wir täglich bis zu 5 oder 6 neue Patienten. Der wichtigste Grund für Unterernährung ist die Armut. Viele sind zu arm, um sich genügend Nahrung zu kaufen. Und wir hier im Spital können kaum etwas tun. Mohammed ist nicht unterernährt, weil es im Jemen nicht genügend Nahrung gibt. Er ist unterernährt, weil er mit einer Gaumenspalte zur Welt kam. Diese Fehlbildung wird normalerweise operiert. Nicht so im Jemen. Kein einziges Spital ist hier derzeit in der Lage, diese Operation durchzuführen. Der Krieg zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen die vom Iran unterstützten Houthi ist inzwischen ein ganzes Stück von Aden entfernt. Die Frontlinie verläuft heute knapp 300 Kilometer weiter nördlich.
Auf unserem Weg entlang der jemenitischen Küste Richtung Front sind die Spuren des Krieges allgegenwärtig. Nach 6 Stunden Fahrt plötzlich ein großer Checkpoint. Die Kämpfer am Checkpoint sind freundlich, aber auch skeptisch. Wir werden erst einmal zur Seite gebeten. Während die lokalen Kommandeure unsere Bewilligungen prüfen, steigen hinter ihnen Kämpfer in ihren gepanzerten Truppentransporter. Eine Uniform trägt hier keiner. Manche der Männer scheinen sehr jung zu sein. Endlich dürfen auch wir weiterfahren. Wir gelangen nach Mocha, einer Kleinstadt gut 250 Kilometer nördlich von Aden. Am Rande der Stadt die Kommandobasis der Koalition. Der Krieg im Jemen geht eigentlich zurück bis ins Jahr 1990. Damals hatten sich die zuvor geteilten Nord- und Südjemen wiedervereinigt. Doch anstatt zusammenzuwachsen, begann die Zentralregierung in Sanaa alte Machtstrukturen zu zerstören und lukrative Einnahmequellen wie Öl an sich zu reißen. Als im Zuge des arabischen Frühlings Langzeitherrscher Ali Abdullah Saleh von der Macht verjagt wurde, eskalierte der Machtkampf um die Kontrolle des Staatsapparates und damit der Einnahmequellen. Das sind die eigentlichen Gründe dieses Krieges. Rund um den Stützpunkt herrscht rege Aktivität. Doch uns wollen die Kommandeure der Koalition offenbar nicht empfangen. Wir beschließen, weiter ins Städtchen hineinzufahren. Auch hier sind die Spuren des Krieges unübersehbar. Ausländische Soldaten der Koalition, wie diese aus dem Sudan, westliche Panzerwagen, ein versenktes Kriegsschiff. Für die von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien angeführte Koalition ist Mocha ein strategischer Punkt. Es ist ihr Ausgangspunkt zum Angriff auf Hodeida, dem wichtigsten Hafen des Landes. Dieser liegt keine 200 Kilometer weiter nördlich von Mocha am Roten Meer. Wir fahren durch die erst kürzlich zurückeroberte Stadt. Da uns die Kommandeure der Koalition nicht empfangen wollen, versuchen wir, einen der lokalen Milizenführer zu treffen. Doch auch hier müssen wir erst einmal warten. Die Kämpfer des Milizenführers laden uns zum Mittagessen ein. Reis mit Lamm, das tägliche Essen an der Front. Die Houthi sind wo genau? Oh, die sind weit weg. 100 Kilometer. Dann taucht der Milizenführer endlich auf. Abu Ahmad hat uns gerade lange genug warten lassen, um seine Macht zu demonstrieren, aber er hat uns gleichzeitig bewirtet als Zeichen der Freundlichkeit. Mit seinen Männern ist Abu Ahmad für die innere Sicherheit des Örtchens zuständig. Mit Gottes Hilfe und dank Gott werden die südjemenitischen Widerstandskämpfer und unsere Armee den Sieg davontragen. Wir werden dies tun mit der Hilfe der saudischen Armee und dank der Männer aus den Emiraten und von Abu bin Zayed und dank der westlichen Koalition. Es ist offensichtlich. Abu Ahmad ist zwar der Chef in Mocha, aber all seine Macht basiert auf ausländischer Unterstützung. Das macht den Krieg im Jemen so kompliziert.
Die Houthi, eine schiitische Widerstandsbewegung aus dem Grenzgebiet zu Saudi-Arabien, eroberten 2014 den Norden mit der Hauptstadt Sanaa und der Küste des Roten Meeres und drangen schließlich bis nach Aden vor. 2015 griff eine von Saudi-Arabien geführte arabische Allianz aus 10 arabischen und afrikanischen Ländern ein. Mit loyalen jemenitischen Truppen kontrollieren sie heute den Süden und Osten des Landes. Doch gleichzeitig nutzen Al-Qaida, der IS und andere Dschihadistengruppen das Chaos. Zudem entstand eine neue, starke südjemenitische Separatistenbewegung. Ein weiterer Kommandant trifft ein. Komm her. Abu Mohammed ist der Sicherheitschef für die Umgebung von Mocha. Mit Gottes Hilfe kommen wir dem Sieg immer näher. Die Jungs hier kämpfen stark und die Moral an der Front draußen ist gut. Wir haben schon viele Orte von den Houthi befreit und wir werden noch viele mehr befreien. Wir rufen unsere Männer dazu auf, diesen Siegeszug fortzusetzen. Und wir rufen sie dazu auf, an die Fronten zu strömen und zu siegen, bis wir die Houthi, die unser Land zerstört haben, ausgelöscht haben. Abu Mohammed will uns etwas zeigen. Geh in den anderen Wagen. Abu Ahmad soll mit deinem Wagen fahren. Er ist der Verantwortliche für dieses Gebiet. Mocha ist strategisch wichtig. Durch den Hafen hier konnten die Houthi damals alle ihre Waffen reinschmuggeln. Waffen, die laut Abu Mohammed vor allem aus dem Iran zu den Houthi gelangen. Hinter den Houthi steht der Iran. Der Iran und andere mit dem Iran verbündete Gruppierungen unterstützen die Houthi. Es ist einfach für sie. Es ist einfach, alles Mögliche nach Jemen zu schmuggeln. Denn auch wenn die Koalition eine Seeblockade verhängt hat, wir haben viele kleine Häfen hier. Und die jemenitische Küste ist lang. Sichere uns bitte da vorne ab. Was ist? Okay. Falls die Houthi Frieden wollen, müssen sie sich ergeben. Sie haben keine andere Wahl. Wir sind stark genug und haben den Willen zu kämpfen, bis wir sie ausgelöscht haben. Oder bis sie sich ergeben. Davon scheint uns die Militärallianz von Jemeniten, Saudi-Arabien und Emiraten allerdings weiter entfernt, als uns dies Abu Mohammed glauben machen will. Auch wenn die Koalition hier rund um Mocha die Lage im Griff hat und Stärke demonstriert, ein Ende des Krieges ist auch nach 3 Jahren nicht in Sicht. Und schon jetzt ist abzusehen, dass die lokalen Kommandeure ihre neu gewonnenen Pfründe auch nach einem Ende der Kämpfe nicht einfach wieder aufgeben werden. Die wehrlosesten Opfer in einem Krieg sind immer die Kinder. Auch im Jemen. Und doch ist es hier noch schlimmer als in den meisten anderen Kriegsgebieten, in denen wir waren. Das Schicksal des kleinen Mohammed, dem unterernährten Baby mit dem gespaltenen Gaumen, geht uns nicht aus dem Kopf. Wir fahren erneut zum Al-Sadaqa-Spital. Die Sicherheitsvorkehrungen sind selbst hier in einem öffentlichen Spital rigide. Jedenfalls mehr oder weniger.
Mohammed lebt, aber er ist äußerst schwach. Sein Zustand ist ernst, sehr ernst. Mohammed hat kaum Kraft, nicht einmal zum Weinen. Der Vater von Mohammed steht nebenan. Seine Verzweiflung ist mit Händen zu greifen. Falls er genügend Gewicht erreicht, kann er dann operiert werden? Normalerweise muss er ein Jahr alt sein für eine solche Operation. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr schwierig. Vor allem, was den gespaltenen Gaumen betrifft. Sein Mund wird so bleiben, bis er älter ist als ein Jahr? Die Lippe, das könnte man früher machen, aber nicht, wenn er 3 Monate alt ist und 2 Kilo wiegt. Ich habe gehört, man könne eine solche Operation mit 6 Monaten machen. Ja, aber nicht, wenn ein Baby 2 Kilogramm wiegt, wegen der Narkose. Gründe für Mohammeds gespaltenen Gaumen kann es viele geben. Mangelernährung und Stress der schwangeren Mutter können erheblichen Einfluss haben. Mohammeds Eltern sind hilflos und überfordert. Der Arzt sagte, Mohammed gehe es besser. Dass das nicht die Wahrheit ist, spürt hier im Raum jeder. Mein Sohn tut mir so leid. Aber wir können nicht mehr als dem Schicksal vertrauen und akzeptieren, was Gott für uns entscheidet. Als wir die Familie an diesem Abend verlassen, glauben wir nicht mehr, dass wir den kleinen Mohammed noch einmal lebend wiedersehen werden. Hier im Süden des Jemen, in der Hafenstadt Aden, hat die Koalition aus lokalen saudischen und emiratischen Truppen die Houthi schon vor 3 Jahren aus der Stadt vertrieben. Heute ist Aden eine Mischung aus explosivem Kessel und dem Versuch, zurückzukehren zur Normalität. Ich backe Brot. Wir nennen es Khobiz. Ist das die traditionelle Art? Ja, es ist eine uralte Methode, um Brot zu backen. Das größte Problem sind die ständig steigenden Preise. Alles wird teurer und teurer. Dabei fällt der Strom ständig aus und auch Wasser ist rar. Das sind momentan die größten Probleme. Solange es einigermaßen sicher sei, seien sie zufrieden, sagen die Leute und laden uns zum Tee ein. Hier im Zentrum von Aden fühlt sich der Alltag an wie in so manch anderer arabischen Stadt auch. Doch der Schein trügt. Der international anerkannte Präsident des Jemen, Mansur Hadi, hat Aden zwar zu seiner vorübergehenden Hauptstadt gemacht. Doch Hadi lebt vorwiegend in Saudi-Arabien, während sich in Aden Warlords, Dschihadisten, Separatisten und selbst die eigentlich verbündeten Saudi-Arabien und die Emirate gegenseitig bekämpfen. Der Krieg im Jemen ist hochkomplex. Selbst die Einwohner verstehen oft nicht, wer nun genau gegen wen kämpft. Ich versuche einfach, meine Arbeit zu machen, die Miete zu bezahlen und die Stromrechnung. Für alles andere verlasse ich mich auf Gott. Mohammed Mdenna presst Sesamöl. Während des Krieges gegen die Houthi verlief die Frontlinie genau hier entlang, direkt vor Mohammed Mdennas Geschäft. Während des Krieges war die Lage schon sehr brenzlig hier. Ich habe jeweils nur eine Tür geöffnet und den Leuten mein Öl durch diese eine Türhälfte hindurch verkauft. Die Kugeln flogen vor meinem Laden nur so herum. Houthi-Scharfschützen. Zumindest diese Zeiten sind in Aden inzwischen vorbei. Wir reisen weiter, hinaus aus der Stadt.
Hier beginnt schnell Al-Qaida-Land. Unsere Beschützer werden nervös. Das Entführungsrisiko wird hier größer. Auf dem Weg Richtung Norden immer wieder ausgebombte Häuser, zerstörte Militärfahrzeuge. Unser Ziel, ein Flüchtlingslager. Wir haben schon viele Lager in Kriegsgebieten gesehen, aber so etwas noch nicht. Zelte, die keine Zelte sind, Hütten, die keine Hütten sind, ein paar vertrocknete Äste, die zerrissene Planen zusammenhalten. Diese Flüchtlinge gehören zu einer der ärmsten Volksgruppen im Jemen. Sie haben gar nichts mehr. Die Frauen und Mädchen schützen ihre Gesichter mit purem Lehm gegen Sonne, Sand, die Hitze. Mehr als 2000 Menschen teilen sich eine einzige Toilette. Es gibt keine medizinische Versorgung, keinen Strom, die beiden einzigen Wassertanks sind leck. Ein Spielplatz für die Kinder oder gar eine Schule, inexistent. Hilfe kommt hier fast keine an. Zu gefährlich, zu abgelegen. Wir werden auf eine junge Frau aufmerksam, die regungslos am Boden sitzt. Leali ist 20 Jahre alt und gelähmt seit dem Tag, als die Kampfjets kamen. Ich habe geschlafen, als die Bomben fielen. Die Mauer unseres Hauses stürzte direkt auf mich. Ich habe nichts gespürt. Ich hörte nur meine Mutter schreien, meine Kinder. Ich wusste nicht, was los war, aber als ich aufstehen wollte, konnte ich meine Beine nicht mehr bewegen. Leali und ihre Familie kommen aus Taiz. Das ist jene Stadt im Zentrum des Landes, in welcher der Krieg besonders heftig wütet. Weißt du, wer weshalb gegen wen kämpft in diesem Krieg? Wir haben diesen Krieg wegen der Houthi, sagen sie. Die Mutter von Leali erinnert sich genau an die Nacht, in der die Bomben fielen. Die Nachbarn kamen angerannt, um zu helfen. Sie brachten uns zu einem Spital, aber der Arzt verlangte Geld und ich hatte kein Geld. Also brachten wir Leali zu einem anderen Arzt, aber der konnte nicht wirklich was für sie tun. Deshalb kann sie jetzt nicht mehr gehen. Ein Mühlstein ist das Einzige, was Safi Ahmad aus Taiz mitgebracht hat. Es ist hart hier. Wir haben kein Wasser, um zu putzen. Es gibt keine Toiletten, kein Bad. Auch Trinkwasser gibt es kaum. Und es wird immer heißer. Im Durchschnitt erkranken täglich 5000 Jemeniten an Cholera. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind aus vermeidbaren Gründen. Gemäß dem unabhängigen Netzwerk Yemen Data Project gilt nur ein Drittel der saudischen Luftangriffe jeweils gesichert militärischen Zielen. Der Rest trifft unschuldige Menschen. Kinder wie den 8-jährigen Ahmad. Da kam ein Flugzeug. Es warf eine Bombe ab. Die Splitter haben ihn getroffen. Die Bombe riss ihm den Arm und das Bein weg. Das sind zwei Prothesen. Der Arm wurde von hier abgerissen. Das Bein ab hier. Der Blick des Jungen ist für uns fast nicht auszuhalten. Was ist genau geschehen? Ich habe Schafe gehütet und eine Rakete hat mich getroffen. Das ist geschehen? Ja. Woher die Rakete kam, weiß ich nicht. Geschichten wie diejenigen von Ahmad
hören wir in jeder einzelnen dieser Zelthütten. Die Menschen, die hier gestrandet sind, haben nichts mehr. Keine Heimat, keinen Besitz, keine Zukunft. Auch der 6-jährigen Sahar hilft niemand. Sahar wurde von einem Querschläger getroffen. Sahar hat eine Kugel im Genick. Sie steckt immer noch drin. Wir können sie nicht rausnehmen. Auf dem Röntgenbild ist die Kugel deutlich zu sehen. Sahar selbst sagt kein Wort. Doch aus ihren Augen spricht Zorn. Zorn über das, was die Welt ihr angetan hat, und über das, was hier kaum einer versteht. Wir haben keine Ahnung, wofür dieser Krieg gut sein soll. Wir wissen nur, unsere Häuser brennen, Bomben treffen uns. Das ist alles. Über 10.000 Tote hat dieser Krieg bisher gefordert. Mehr als 2 Millionen Menschen wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Die UNO nennt den Krieg im Jemen die schlimmste humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Der Krieg hat Jemen so zerstört und in die Armut gebombt, dass das Land mit sämtlichen Grundbedürfnissen versorgt werden muss. Doch Nahrungsmittel, Wasser, Elektrizität, Treibstoff oder Medikamente gelangen kaum ins Land. Wir fahren zur Küstenwache in Aden. Oberst Marwan Bakshi nimmt uns mit auf Patrouillenfahrt. Oberst Bakshi hat gerade noch 2 kleine Boote, die seetüchtig sind. Er fährt uns an Wracks vorbei. Das waren seine Schiffe, mit denen die Küstenwache früher patrouillierte. Während der Schlacht um Aden haben die Houthi sie versenkt. Das da ist der Zollfreihafen mit dem Containerdeck. Dort drüben, das ist der Ma'ala-Hafen. Der Hafen, durch den eigentlich Güter ins Land gelangen sollten. Aber interne Konflikte verhindern das. Manchmal kommt ein Schiff mit Hilfsgütern, mit Medikamenten oder Nahrungsmitteln. Aber wir dürfen es nicht reinlassen, weil es an der Hafenleitung liegt, diese Bewilligung zu erteilen. Es sind diese kleinen Kriege innerhalb des großen Krieges, die auch dazu führen, dass Hilfslieferungen blockiert werden. Hier in Aden streiten sich sogar die beiden Verbündeten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, um die Vorherrschaft. Die beiden blockieren sich. Vor dem Krieg, vor 2015, waren wir verantwortlich für den Hafen hier. Aber seitdem Krieg herrscht, kontrollieren andere Kräfte den Hafen. Arbeitet ihr zusammen oder ist es eher schwierig? Eher Letzteres. Sagen wir es so, diese Leute sind nicht gut darin, einen Hafen wie Ma'ala zu sichern. Sie sind keine Spezialisten. They are not specialized. Deutlichere Worte kann ein Oberst der jemenitischen Küstenwache nicht wählen, wenn er gefahrlos ausdrücken will, dass er dem Muskelspiel zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten machtlos ausgeliefert ist. Ein Muskelspiel, das dazu führt, dass die wenigen Hilfslieferungen, die überhaupt noch kommen, manchmal monatelang im Hafen liegen bleiben, bis die Ware verdorben ist. Die Zerstörung im Jemen ist immens.
Seit Beginn des Krieges führte die von Saudi-Arabien angeführte Koalition fast 17.000 Luftschläge durch. Die Bomben treffen dabei längst nicht nur militärische Ziele. Diese Tür hat schon lange niemand mehr geöffnet. Dabei strömte durch diese Tür früher täglich eine ganze Horde von Jugendlichen. Es ist das Tor zum Gymnasium von Wacht, einem kleinen Ort rund eine Autostunde außerhalb von Aden. Auch Sain al-Sakaf ging hier zur Schule. Es waren zwei Bomben, eine hier und die andere dort. Die Schule wurde bombardiert, weil sich Husi-Kämpfer hier einquartiert hatten. Was ist das hier? Das ist die Uniform eines der Getöteten. Die Husi waren hier, der Luftschlag galt ihnen. Weißt du, wie viele Menschen bei dem Luftschlag getötet wurden? Ich glaube, es waren drei Husi. Du willst es nicht berühren, wie? Nein, da klebt immer noch Blut dran. Alles liegt noch so da wie nach jenem Tag, als die Bomben fielen. Ich glaube, das ist ein System von Pflanzen, denke ich. Wie viele Menschen im Jemen, Sain ist wütend auf Saudi-Arabien. Die Saudis sollten wenigstens unsere Schule wieder aufbauen. Sie haben sie zerstört, also sollen sie sie wieder aufbauen. Das war unser ehemaliges Klassenzimmer. Alles zerstört. Wo hast du gesessen? Wie? Wo hast du gesessen? Das da, das war mein Platz. Sain hat zu Hause weitergelernt und studiert heute in Aden Medizin. Viele seiner Mitschüler haben das nicht geschafft. Bis jetzt haben wir noch keinerlei Wiederaufbauhilfe erhalten. Schule hält hier keiner mehr. Das schlägt sich auf unsere Bildung nieder. Andere können zur Schule gehen. Wir haben keine Schulen mehr. Laut Yemen Data Project, einem Projekt jemenitischer Aktivisten, die versuchen, Licht ins Dunkel des weitgehend unbeachteten Krieges zu bringen, hat die saudisch geführte Militärallianz seit Beginn des Krieges vor 3 Jahren 241 Schulen bombardiert. 241 Schulen. Als wir den Ort verlassen, begegnet uns diese Szenerie, die ziemlich exakt zusammenfasst, was im Jemen gerade geschieht. Der Jemen war schon vor diesem Krieg das ärmste Land der arabischen Welt. Jetzt bomben modernste, auch westliche Waffen das Land und sein Bildungswesen noch weiter zurück in der Entwicklung. Wir besuchen noch einmal den kleinen Mohammed und sind überrascht, dass wir ihn und seine Mutter Sana in einem anderen Zimmer vorfinden. Vielleicht auch, weil sich unsere Besuche herumgesprochen haben, durfte Mohammed in eines der 4 Betten auf der Intensivstation. Gestern war er extrem müde, er bekam keine Luft mehr. Nach 6 Stunden gaben sie ihm endlich Sauerstoff. Die Behandlung hat offenbar etwas geholfen. Seit heute Nachmittag geht es ihm spürbar besser. Die Leiterin der Intensivstation ist ebenfalls erleichtert. Was können Sie hier mehr für ihn tun? Das Erste ist, dass in diesem Raum nur 4 Patienten sind. Dann ist immer eine Krankenschwester hier, rund um die Uhr. Er wird also immer überwacht. Dazu hat er permanente Sauerstoffversorgung. Wenige Tage zuvor hatten nicht nur wir den Eindruck, dass der kleine Mohammed bereit war zu sterben. Doch heute spüren wir neuen Lebenswillen in seinem kleinen Körper.
Er ist deutlich weniger gestresst als zuvor. Er akzeptiert Nahrung, das Fieber ist gesunken, er ist weniger angespannt. Er reagiert auf uns. Es geht ihm also besser? Ja. Wird er überleben? So Gott will. Wir hoffen es. Es wäre ein Leben gegen alle Widerstände. Am Hafen von Aden finden wir die Reste des historischen Eingangstores. Während der Kämpfe in der Stadt wurden hier 43 Menschen getötet, die Schutz gesucht hatten. In den Trümmern sitzt ein junger Mann. Der Jemen ist verelendet, verwüstet und ein hoffnungsloser Fall. Mohammed Rashid hatte Pläne, aber keine Chancen. Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, was das mit dir macht. Das Leben ist einfach nur eine riesige Enttäuschung. Was auch immer du dir für Pläne ausdenkst, du wirst enttäuscht, drehst dich im Kreis, in einem leeren Kreis. Das ist die beste Beschreibung. Du bewegst dich im Vakuum, im Nichts. Im Westen wäre Mohammed Rashad ein begehrter Mann. Er ist Englischlehrer und Politologe. Doch der Krieg hat die wirtschaftliche Krise und die Korruption dramatisch verschärft. Ich habe nichts. Alles, was ich mache, ich schlage meine Zeit tot. Ich verschwende meine Zeit. Und wenn du deine Zeit verschwendest, verschwendest du auch dein Leben. Denn Zeit bedeutet Leben. So wie Mohammed Rashid geht es Tausenden von jungen Jemeniten. Doch flüchten können die wenigsten. Die Grenzen zu Saudi-Arabien sind abgeriegelt und auf der anderen Seite des Meeres liegt Somalia. Wir verlassen den Hafen und tauchen ein in ein Aden, wie wir es nicht erwartet hätten. Aden lebt. Und wie? Wir finden uns wieder auf einem Fest, das eine Mischung ist aus Musicstar, Talentshow, Stand-up-Comedy und ganz einfach einer riesigen Party. Das örtliche Fernsehen berichtet live, und wären nicht überall bewaffnete Wachen, man könnte glatt vergessen, wo man ist. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt eines der bekanntesten Stand-up-Comedians Adens, Mohammed El-Eriani. Wegen ihm sind wir hier. Ich komme zu spät, ich weiß. Aber vorher waren Regierungsleute hier. Zur Hölle mit ihnen. Komiker El-Eriani spielt eine alte Frau. Eine Figur, die hier so bekannt ist wie in der Schweiz Harry Hasler oder Emil. Durch den Mund der alten Frau kann Eriani aussprechen, was er sonst nicht aussprechen könnte. Ich muss mal über euch sprechen, liebe Frauen, über eure Mode. So viele verschiedene Abayas. Das ist ja Wahnsinn. Ihr Girls seht aus wie Weihnachtsbäume. So viel Glitter und Glimmer von oben bis unten und von hinten bis vorne Glitter. Selbst die in selbstverständlich meistens schwarze Abayas gekleideten Frauen finden es lustig. Doch das gilt nicht für alle in Aden. Der Komiker lebt gefährlich. Normalerweise sage ich, was ich will. Auch wenn gerade wieder ein paar Leute versucht haben, mich umzubringen. Ich saß mit vier Freunden in einem Auto
und wir wurden mit 5 Schüssen beschossen. Andere Leute haben mich angerufen und gesagt, sie seien vom IS oder von Al-Qaida und sie würden mich töten, wenn ich nicht aufhören würde. Ich habe ihnen gesagt, dass ich weitermache, auch wenn sie versuchen würden, mich umzubringen. Eine Fernsehshow mit Eriani wurde abgesetzt. Die TV-Bosse waren mit seinen kritischen Kommentaren nicht einverstanden. Es gibt so viele Probleme in meinem Land. Ich benutze diese Figur, aber eigentlich spreche ich nur als Bürger. Ich sage, was ich als Bürger von meiner Regierung will. Ich will Strom, ich will fließendes Wasser, ich will ein funktionierendes Telefon, ganz alltägliche Sachen. Das versuche ich durch meine Figur zu sagen, wenn ich auf der Bühne stehe. Die Regierenden kritisiere ich, weil die meistens nur im Ausland leben, von dort Befehle erteilen und nicht betroffen sind von dem, was wir hier zu spüren bekommen. Wir treffen erneut Faisal und Sana. 3 Monate sind inzwischen vergangen. Sie tragen Mohammed zum Flughafen. Mit viel Hilfe von außen hat es die Familie geschafft, dass sie nach Jordanien fliegen kann. In Amman kann der nun 6 Monate alte Mohammed die Hilfe erhalten, die er im Jemen nicht bekommen kann und ohne die er sterben würde. Wie heißt dieses Quartier? Simsani. Simsani? Ja. Seid ihr neu hier? Ja, wir sind das erste Mal hier. Im Taxi erzählt Faisal, was seit unserem letzten Besuch in seiner Heimat passiert ist. In dem Spital, in dem Mohammed zuletzt war, hat ein Soldat einen Arzt angegriffen. Daraufhin trat das gesamte Spital für 2 Monate in einen Streik. Was geschah mit den Kindern? Die anderen Kinder, die mit Mohammed auf der Intensivstation lagen, sind alle gestorben. Alle außer Mohammed gestorben. Mohammed erhält dank der Hilfe einer kuwaitischen NGO eine Chance zum Leben. Die Organisation kommt für die Operation in Amman auf. Wael Sinokrot ist der Kinderarzt, der alles eingefädelt hat. Er sieht den kleinen Mohammed nun zum ersten Mal und erschrickt. Es sieht nicht gut aus. Die aus Aden haben uns gesagt, Mohammed wiege 5,5 Kilogramm. Jetzt sehen wir, er wiegt nur 4. Damit ist Mohammed eigentlich viel zu leicht für eine solch schwere Operation. Für den Kleinen und seine Eltern beginnt ein langer Tag mit einer Untersuchung nach der anderen. Das Fieber steigt. Sein Kopf ist heiß. Mohammed soll geröntgt werden. Denn er hatte in seinem kurzen Leben schon mehrere Lungeninfektionen. Diese konnten wegen des Medikamentenmangels im Jemen nicht angemessen behandelt werden. Auch jetzt entdecken die Ärzte eine entzündete Lunge. Mein Kleiner, wie geht es dir? Mein Leben, meine Seele, mein Herz. Was haben sie mit dir gemacht? Die Ärzte beraten, was zu tun ist. Der Narkosearzt hat große Bedenken. Es kann sein, dass er aufwacht und alles ist okay.
aber es kann auch sein, dass wir ihn eine Zeit lang künstlich beatmen müssen. Das können 2 Stunden sein, 1 Tag, 2 Tage. Und es kann auch sein, Gott behüte, dass es nicht gut ausgeht. Verstehen Sie? Er kann sterben. Wie groß ist dieses Risiko? Das weiß niemand. Es kann sein, dass er aufwacht und alles ist gut. Aber es kann auch sein, dass er nicht mehr aufwacht. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. Am nächsten Morgen soll die Operation stattfinden. Doch die Ärzte entscheiden sich dagegen. Mohammed hatte über Nacht hohes Fieber, dazu Durchfall und Mühe zu atmen. Die Situation ist die, da Mohammed so hohes Fieber hat, können wir ihn nicht in Narkose setzen. Wir wollen auch, dass er besser atmet. Ich werde euch Medikamente geben. Die Operation wird erst einmal verschoben. Das Fieber macht uns Sorgen. Wir wissen nicht, ob es mit Mohammeds Atmungsproblemen zusammenhängt. Er hat einen Ausschlag auf der Brust. Oder mit dem Magen-Darm-Infekt, den er entwickelt hat. Wir müssen abwarten. Er hat Fieber. Aber seine Stimme ist lauter heute. Er atmet besser. In der Nacht konnte er kaum atmen. Es ging so. Er hat um Atem gerungen. Heute geht es ihm besser. Fast schon wie immer. Er ist viel ruhiger. Viel Zeit hat Mohammed nicht. Faisal und Sana können nicht ewig in Amman bleiben. Wenn die Operation nicht bald stattfindet, müssen sie zurück in den Jemen, ohne dass Mohammed geholfen werden konnte. Es wird eine schwere Nacht. Der dritte Tag beginnt mit einer Überraschung. Sana und Faisal bringen Mohammed zum Operationssaal. Das Fieber ist über Nacht gesunken, der Atem geht regelmäßiger. Deshalb haben die Ärzte beschlossen, dass Mohammed heute operiert werden soll. Wie heißt er? Mohammed. Mohammed? Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, alles wird gut, so Gott will. Refat Al-Sakeji ist einer der besten Chirurgen in ganz Jordanien. Er ist spezialisiert auf Fälle wie Mohammed. Mohammed ist ein ganz schwieriger Fall. Für die Wiederherstellung, aber auch für den Narkosearzt. Er wiegt viel zu wenig. Sein ganzer Zustand ist schlecht. Die Operation ist tatsächlich schwierig. 3 Stunden später. Die Operation ist vorbei. Mohammed sollte aufwachen. Und tatsächlich, der kleine Junge öffnet seine Augen. Ich hatte solche Angst um ihn. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Jetzt geht es mir so viel besser. Der kleine Mohammed hat es vorerst geschafft. In 6 Monaten wartet die nächste Operation auf ihn, dann wohl in Kuwait. Schon in 1-2 Tagen wird er wieder in den Jemen reisen. Jemen ist kein guter Ort für Kinder.
Alles ist zerstört. Die ganze Situation, die Krankheiten. Auch die Schulen, kaputt. Dieser Krieg hat alles zunichte gemacht. Komplett zunichte gemacht. Für den kleinen Mohammed gibt es zumindest so etwas wie einen kleinen Hoffnungsschimmer. Der Krieg im Jemen zerstört Leben, Hoffnungen, Träume. Eine Lösung ist weit entfernt. Die Menschen, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben, kämpfen um ihr Leben, ihre Zukunft, gegen den Zerfall. Ich will Jemen wieder aufbauen. Jedes Kind soll Hoffnung haben können in diesem Land. Deshalb will ich es wieder aufbauen und mithelfen, dass etwas entsteht, das so schön ist wie Amerika. Wie die Türkei, wie die Länder in Europa. Nur ist 12 und will Architektin werden. Sie und ihre Familie sind unsere letzte Begegnung hier in Aden. Ich will meine Träume nicht aufgeben wegen dem Krieg. Ich werde mein Land wieder aufbauen und die Hürden überwinden. Was auch immer es braucht. Ich werde mein Land wieder aufbauen. Zum Abschied singt Nur für uns ein Lied. Es ist eine Liebeserklärung ans Heimatland. بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي انا بحبك